Ja, der Juni macht dann alles irgendwann neu. Inzwischen sind wir aber noch mitten im Gedenken an die vergangenen Zeiten. Der Roman hält fest, wir wollten eigentlich einmal mehr die Beflaggung festhalten, die da bis vor, keine Ahnung, kurzem noch gehangen ist, die man nach dem Marathon geändert hat. Da war dann unter anderem Japan und so dabei, dafür hat man Israel entfernt und es wäre ganz interessant gewesen, darüber einen Beitrag zu machen. Nachdem die Fahnenmasten aber inzwischen abgeräumt sind, erfreuen wir uns nur der Tatsache, dass die Universitätsbibliothek Salzburg eine ganze Fensterfront, beginnend hier, man sieht's bis ans Ende bzw. darüber hinaus, mit passendem Outdoor-Schmuck, im Gedenken an die Bücherverbrennung, die sich ja vor kurzem zum 80. Mal jährte, oder zum 85. Mal, nein, 80. Mal. 85? 80. Mal. Oder? Nein, 85. Mal. 38. Zum 85. Mal jährte, wie gesagt, sehr schön gemacht. Das ist das letzte Mal, als wir da den Marathon begutachtet haben, ein bisschen untergegangen aufgrund der Laufstrecke und dergleichen. Eigentlich war unser Ansinnen, auch heute einmal mehr festzuhalten, wie die junge in Salzburg lebende Türken-Community feiert mit lauten Hupen mitten in der Nacht, röhrenden Motoren und frenetischem Fahnenschwingen mit dem Halbmond, dass Erdogan seine Wahl gewonnen hat. Ich mache das nicht, weil ich den Herrschaften ihre Freude nicht gönne oder was gegen Erdogan habe. Das darf sich Erdogan mit sich selber ausmachen. Das dürfen sich die dort lebenden Türken mit sich selber ausmachen. Und das dürfen auch die hier frei nach ihrem Wahlentscheid selber entscheiden. Sondern es geht darum, dass wir am Sonntag ja angepöbelt wurden ob der Ruhestörung, als wir am Sonntag um 14 Uhr nachmittags während eines Marathons quasi eine Flüstertüte, sprich ein Megafon bzw. ein Mikrofon verwendet haben. Ich habe mich dazu geäußert zum Thema Meinungsfreiheit, am besten da, wo man sie nicht hört und nicht sieht, am besten im Keller, bei den sogenannten Kellernazis. Der Vizekanzler wird euch erklären können, wie das ist. Und ja, wie gesagt, spätabends, hupend, fahnenschwingend, laut röhrend durch die Stadt zu fahren, scheint anscheinend niemanden zu stören. Zumindest habe ich noch nicht mitbekommen, dass sich da einer in den Weg gestellt hat. Vielleicht gelingt es uns noch, einen solchen Konvoi irgendwann einmal festzuhalten. Wir schlendern jetzt einfach weiter. Weil darf ich mal ganz kurz nur, Ernst, möchte ich in der Nähe noch filmen, dass die leider sagen, dass wir nicht schwurbeln, weil das blendet ein bisschen zu. So, genau, das muss schon reichen. Gut, wir werden jetzt nach Hause schlendern im energieverschwenderisch beleuchteten Salzburg. Ich muss gestehen, es ist gerade einmal 22.30 Uhr vorbei. Werden wir da noch ein erfrischendes Red Bull gönnen. So, da ist jetzt ein Auto, das lassen wir fahren. Was ist jetzt passiert? Ja, weil wir mündige Bürger sind, auch wenn das Lämpchen rot sagt, einfach einmal um, stehen jetzt romantisch bei der Pferdeschwemme und damit ich nicht wieder zu rede, weil das überfordert die Seher und den Österreicher ja ganz allgemein, wir sind jetzt dann am Heimweg, weil der Roman muss morgen wieder arbeiten und ja, wie gesagt, vielleicht kriegen wir noch so einen Konvoi vor die Linse, vielleicht ergibt sich noch was, dann steigen wir wieder ein und sonst habt ihr einfach gesehen, Beflaggung ist in Salzburg, seitdem man versucht hat, den Bürgermeister anzuzeigen, nicht ganz so erfolgreich. Nämlich weder das mit dem Bürgermeister war sehr erfolgreich mit der Anzeige, noch halten Flaggen aktuell sehr lang. Sei es wie es sei, wir sind jetzt dahin und der Roman hält dann irgendwo, wenn es was Spannendes gibt, fest, dass es noch was Spannendes gegeben hat. Sonst sehen wir uns in einem der nächsten Videos und ich wünsche diesem verschlafenen Land das, was am besten passt, nämlich eine gute Nacht. So, da haben wir jetzt auch eine spätabends stromsparend erleuchtete Ausleihe mit 0% Finanzierung für Fahrradkleidung. So, da haben wir dann einen Wetterbericht, den können wir uns auch gleich anschauen. Und weg ist er. Schade, aber wahrscheinlich gibt es wieder Regen. Was haben wir da Schönes? EU-Politik im Fokus. Und Forschung von Nebenmann. Naja. Liberale Werte. Was für die EU in der Ukraine-Frage auf dem Spiel steht. Ich hätte mal gesagt, viel Geld.
inzwischen in den Mainstream-Medien, wenn wir das heute schon mal kurz angeteasert haben, haben wir ja festgestellt, Arbeit, kurze Unterbrechung, ich unterbreche mich selber, ich weiß, ich rede zu viel, eine Ausstellung für Queer und Fan Magazines im Museum der Moderne. Maske und Gesicht haben wir unten. Ja, einfach nur zwecks politisch korrekt und so. Und ja, jetzt habe ich mich selber vor lauter Schwafeln, wie die Kommentatoren schon bemerkt haben. Schau mal unsere auf, da ist es auch noch ganz gleich wie früher. Ja, die schwächeln inzwischen, aber mich fasziniert es. Also ich habe das ja, wenn ich von der Arbeit heimgehe, und ich gehe üblicherweise später heim, da ist alles immer so schön erleuchtet, da reden alle von der Energiewende und vom Klimawandel und vom Energiesparen und jeder steht blöd auf dem Elektroscooter und wir beleuchten die ganze Nacht jeden Schaukasten, jedes Geschäft, das ist spannend. Aber was soll's? Na, jedenfalls also die Schweden, weil ich da gerade bei den... Aha. Aha. Was? Dreimal die Übersprungbuben. Ah, da ist so er, ja. Und nur einmal dreimal die Übersprungbuben. Und da hat jetzt auch noch mal Nägel mit Köpfen gemacht. Gefällt mir doch. Und schaut, da ist ein Beware Fashion Fan. Extra für die Grünen, in grün gehalten. Ja? Geiler Scheiß. Du siehst, wenn wir uns da und dreimal verabschieden, lassen wir die Kamera gleich laufen, hast recht. Ja, warte, vielleicht kommt da jetzt sogar noch mal der Wetterbericht. Ah, da kommt Holz. Gut. So, was haben wir da Schönes? Unsere Wahlplakate. Das ist aber neu. Das ist das alte Wahlplakat da noch. Da grinsen wir doch einmal sehr schön. Schau, gemeinsam, wofür sie stehen. Ja. Ah, da! Gesundheitsrassismus, ah, ja. Spaltung und Diffamierung, Aushöhlung der Verfassung, die... Beschneidung von Grund- und Freiheiten. Das gehört gar nicht zu. Postenschacher, Korruption, Inflation und Teuerung, Aufweichung der immerwährenden Neutralität, Zensur und Propaganda. Ja, ich finde, da ist schön zusammengefasst, wofür die Volkspartei, kurz ÖVP, kurz Österreichische Verbrecherpartei. Das sei den Grund es nicht. Es gilt gell? Natürlich immer noch, die Unschuldsvermutung steht. Ja, kurz und bündig zusammengefasst. Respekt an den Hersteller. Ja, nachdem wir letzthin ja schon bei den leerstehenden Geschäften in der Kaigasse da jemanden hatte, der festgestellt hat, was es braucht, damit der Herr Bräuner zufrieden ist. Akku wieder eingelegt, hab nicht damit gerechnet, dass uns noch so viel erwartet. Darum habe ich gemeint, das wird schon reichen. Aber mach mal nochmal einen Cut rein. Ja. So. Läuft die jetzt schon, oder? Ja, die läuft schon. So, jetzt hat der Roman noch das Glück gehabt, sich todesverachtend wie ein Klimakleber auf die Fahrbahn zu bewegen. Er hat sie nicht festgeklebt. Und man hat dann doch noch ein paar schöne BMW mit Gehupe und Gefahrenwinkel gehabt. Und das sind dann für heute die Schlussbilder zum Thema Meinungsfreiheit. Schön leise, wir wollen nicht gestört werden in Salzburg. In diesem Sinne sind wir jetzt raus. Ich schmeiße jetzt nochmal Red Bull ordnungsgemäß da in den Mistkübel. Freue mich einmal mehr, dass es neben uns anscheinend noch Aktivisten gibt, die jetzt auch seit Neuestem auf weißen Vierzetteln in geschlossene Geschäftsauslagen oder auf Wahlplakaten kundtun, was den Harry Bräuner glücklich macht. Oder worüber die gemeinsame Aktion von Wilfried dem Weitsichtigen und seinem Team da quasi
stehen und wofür sie verantwortlich zeichnen, finde ich nicht schlecht. Na, so singulär sind wir doch nicht. Haben wir ich finde auch nicht schlecht, dabei, dass die Dame mit dem Radl da jetzt einen Helm aufgehabt hat, aber bei dem Tempo, dass die drauf gehabt hat, wenn sie die umschmeißt, wenn sie dann durchs Neudorf fährt, gefährlich. Egal, ich trinke jetzt meine Red Bull aus. Was hiermit erledigt ist. Ich freue mich daran, dass endlich einmal ein gutes Wahlprogramm da ist. Die VSSTÖ. Nur länger geht es ja nicht mehr mit Abkürzungen. Naja gut, da ist es auch schön. Ich meine, das werde ich jetzt ein bisschen von unten beleuchten müssen. Da haben wir jetzt laut für alle, weil es sonst bald zu spät ist. Das Schöne ist, sowas bei einer Hörwahl geht das. Wie gesagt, bei einer politisch kritischen, maßnahmenkritischen, kriegskritischen Kundgebung an einem Sonntag, am Nachmittag geht das nicht. Aber hier steht natürlich auch ganz klar drunter, es geht auch laut für Klimaschutz in der Lehre. Was immer Klimaschutz in der Lehre ist, wahrscheinlich müssen die Damen, die jetzt Friseurin lernen, die Haare trocken pusten, anstatt einen Föhn zu verwenden. Außer sie haben eine Photovoltaikanlage auf ihrem Frisiersalon und mindestens 3 Windräder. Ja, damit für heute genug geschwurbelt. Sonst wird es quasi wieder zu lang und zu heftig und eh schon wissen. Und ja, in diesem Sinne, bis demnächst. Wenn es dann wirklich nur noch Kurzvideos von mir gibt. Was sag ich? Dabei haben wir so wieder kurz vor Kanzel waren eh einen Haufen Videos gemacht. Beklagen sich die Leute darüber ja. Aber egal. Nein, ich glaube einfach, dass manch einer mit meinen verschachtelten Sätzen, die bemüht sind, möglichst viele Informationen des Wahnsinns zusammenzufassen, ein bisschen überfordert ist, so rein sprachlich. Und ich gebe ja zu, dass die Fülle an Informationen, die jeden Tag über uns hereinbricht, weil unsere Regierung und ihre Steigbügelhalter ja einen Super-GAU nach dem anderen produzieren, wirklich lang ist. Und deswegen sind halt auch meine Ausführungen manchmal etwas länger und das überfordert. Ich verstehe schon, wir leben in Zeiten, wo am liebsten jeder ein 3-Minuten TikTok-Video sieht, in dem mindestens 2 Kätzchen, eine halb barbusige im Bikini und wenn's geht noch, weiß ich nicht, ein Sportwagen vorkommt, sehen möchte. Und das ist halt bei uns nicht der Fall. Wir haben hupende BMW mit Halbmondflaggen. Wir haben mein nerviges Zusammengefasse der aktuellen Geschehnisse, wobei da eh noch nicht alle drin sind, sonst müsste man jetzt über Deutschland und den WHO-Vertrag reden und so weiter, aber das machen wir gar nicht. Wie gesagt, heute wollten wir eigentlich nur ein bisschen zum Thema Beflaggung noch was machen. Ja, und das haben wir jetzt hinter uns. Beflaggung haben wir gesehen, ist abmontiert worden, die andere ist bewegt worden mit Auto und Hupe um 22.30 Uhr, fast 23 Uhr. Hat keinen gestört, weil die Bösen sind natürlich nur wir. So, damit sind wir jetzt endgültig raus. Für euch, Baba. Tschüss.